Moin! Wie beim letzten Mal schon gesagt, wo wir uns der Motorhaube angenommen haben, wollen wir uns auch mal die Türen angucken und wie wir die leise bekommen. Und damit wollen wir auch direkt loslegen. Wir gucken uns aber erstmal an, wo sind die Schrauben hier in der Tür und welches Werkzeug brauche ich dazu, um die zu lösen. Und damit wären wir jetzt hier vorne an der rechten Beifahrertür. Wir brauchen noch gar nicht so viel Werkzeug. Es sind insgesamt drei Werkzeuge, die wir brauchen. Nach Möglichkeit ein Zierleistenteil, mit dem müssen wir hier oben die Abdeckung lösen. Dann brauchen wir einen möglichst kleinen Schlitzschraubendreher. Und, wie soll es anders sein, ein Torx, und zwar ein Torx 20. Dann müssen wir natürlich jetzt nur noch wissen, wo wir die Schrauben lösen müssen. Das ist relativ einfach. Wir haben hier unten zwei Schrauben, an der Seite hier eine Schraube, in der Griffmulde eine Schraube und eine Abdeckung, im Türöffner hinter einer Abdeckung eine Schraube und hinter dem Teil, was wir noch entfernen müssen, auch noch eine Schraube. Hier sehen wir nun die Schraube, wie sie sich in der Griffmulde unter einer Abdeckung versteckt. Dafür nehmen wir jetzt den kleinen Schlitzschraubendreher und hebeln diese Abdeckung einmal weg. Und dann können wir auch hier mit unserem Torx 20 reingehen und die Schraube lösen. Und eine ähnliche Abdeckung haben wir hier im Türöffnergriff. Hier einmal mit dem Schraubendreher reingehen und die Kappe öffnen. Die Kappe können wir nicht komplett rausnehmen, die ist hier unten noch verbunden. Und hier brauchen wir einen anderen Torx, und zwar einen Torx 30. Und die letzte Schraube befindet sich, wie gesagt, hier unter der Abdeckung. Und dazu können wir jetzt einen Zierleistenkeil nehmen, wenn wir ihn brauchen. Es geht aber auch ohne, wir haben schließlich Finger. Dann fangen wir am besten hier an, gehen mit dem Finger drunter, ziehen die Abdeckung nach vorne, gehen mit hinten mit dem Finger drunter und können die Abdeckung nach vorne klappen. Dann sehen wir hier hinten, ich drehe es mal ein bisschen zur Seite, da sitzt unsere letzte Torx 20 Schraube. Jetzt müssen wir noch den Türöffner und die Griffschale aus der Verkleidung entfernen. Beim Türöffner geht es relativ einfach. Wir ziehen ihn zu uns. Und da rastet er schon aus. Genauso gehen wir hier bei der Griffschale vor. Wir ziehen die Abdeckung nach oben und entfernen das Kabel, was hier unten dran ist. Da haben wir auf der Rückseite eine kleine Nase, die wir reindrücken müssen. Sehen wir hier. Und wenn man die dann irgendwann mal reinkriegt, ist nämlich gar nicht so einfach, können wir den Stecker abziehen. Wir können dann das Teil zur Seite legen. Das Einzige, was die Tür jetzt natürlich noch hält, wie sollte es anders sein, sind Halteklipse. Das heißt, wir können jetzt die ganze Türverkleidung entspannt nehmen und nach vorne abziehen. Mal wieder, es ging schwerer als gedacht. Können wir die ganze Türverkleidung jetzt nach oben klappen und wir müssen sie jetzt nach oben wegziehen. Dann können wir das Türschloss einmal rausnehmen. Und dann sehen wir jetzt hier das Innenleben der Tür. Das Kabel dürft ihr nicht beachten. Das ist mal wieder eine Nachrüstung von mir. Darauf komme ich noch später zu sprechen. Wenn wir jetzt das Dämmmaterial in die Tür einbringen wollen, müssen wir diese Styroporabdeckung vorsichtig abziehen, denn die dichten uns den Hohlraum der Tür ab. Nachdem wir jetzt hier mal den Styroporverschluss entfernt haben, man muss übrigens darauf achten, dass man wirklich vorsichtig vorgeht und die Dichtung möglichst mit dem Cuttermesser durchschneidet, also braucht man doch vier Werkzeuge, können wir mal hier reingucken, wo ich hier das Alubutyl verklebt habe. Sehen wir einmal die Tür unten. Hier haben wir so eine Bitumenmatte, die original von Renault verklebt war. Gucken wir weiter nach oben, gehen wir am Scheibenheber vorbei, sehen wir die erste Alubutylmatte, die eingeklebt ist. Gucken wir weiter nach oben, da ist das Heck vom Fensterhebermotor. Und da sehen wir innen drin, geht das Alubutyl hoch bis zur Kante der Tür oben. Es geht natürlich auch zur Seite rein, also oh, das Ding. Also auch nach da, in die Richtung geht es ringsrum. Mit der Kamera jetzt äußerst schlecht rein. Aber natürlich auch, wenn wir nach rechts weiter gucken,
sehen wir, auch da hinten hängt noch etwas Alubutyl drin. Also hier, relativ großflächig verklebt der ganze Spaß. Wenn man dann so schön dabei ist, das zu verkleben, macht man natürlich die Seite auf, macht man die Seite auf. Und bei mir ist das natürlich schon alles eingebaut. Das heißt, ich mache den ganzen Spaß jetzt wieder zu. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, das Zusammenbauen ist noch viel einfacher als das Auseinanderrupfen. Und ihr fragt euch natürlich ganz zu Recht, was soll denn dieses Kabel hier? Das ist doch nicht original. Da habt ihr recht, das ist nicht original. Und wie schon gesagt, das ist wieder mal so eine kleine Bastelaktion von mir. Und zwar ist das die Zuleitung zur Ambientebeleuchtung. Ich habe eine Beleuchtung in den Seitenfächern der Tür. Und da hole ich mir hier die Spannung. Das heißt, schwarz ist Masse. Und das dünne Kabel hier ist das Plus für die Beleuchtung des Fensterheberschalters. Das heißt, ich hole mir hier mein Plus-Minus weg und dementsprechend, wenn die Beleuchtung der Zoe, also Ambientlicht, angeht, geht die Beleuchtung der Taster an, beziehungsweise der Fensterheberschalter, und dementsprechend kriege ich dann Strom für die ambiente Beleuchtung. Also was wir eben gerade gemacht haben, das ist im Endeffekt das Entdröhnen der Tür, das beim Schließen der Tür, das nicht so blechern klingt. Und hier haben wir jetzt einmal die Schallisolierung, wenn man so möchte, also dass das Fahrgeräusch etwas gesenkt wird. Dementsprechend wird hier dann Dämmvlies verklebt und kein Alubutyl. Das hat zwei Vorteile. Wie gesagt, einmal reduziert es die Fahrgeräusche und auf der anderen Seite verbessert es auch ein wenig den Klang vom Musiksystem in der Zoe. Und im dritten kleinen Vorteil, die Kunststoffverkleidung. Es ist ja leider sehr viel Plastik in der Zoe. Hört sich auch ein bisschen wertiger an. Also nicht, sie kratzt nicht mehr so, wenn man drüber geht, sondern ist auch etwas dumpfer. Und hier, wie man es eindeutig sehen kann, alles schön großflächig verkleben. Also hier muss man wirklich keine Angst haben, hier kann man das Zeug verkleben, so gut man kann. Wirklich bis in jede kleine Ritze rein und dann ist alles schön. Und nachdem wir den ganzen Spaß jetzt eingebaut haben, verschließen wir die Tür natürlich wieder. Das heißt, ich habe die jetzt schon mal wieder oben eingehängt. Ich habe den Türöffner durchgeführt. Hinten muss man darauf achten, da gibt es so eine kleine Haltenase, die hält den Bautenzug vom Türöffner. Da muss man darauf achten, dass man das wieder richtig einhängt. Ich habe mir das Kabel für die Bedienung wieder durchgelegt und jetzt müssen wir das eigentlich nur noch wieder einrasten. Das heißt, einfach die Verkleidung gegen die Tür drücken. Und zum Schluss nochmal ringsrum fühlen. Die Verkleidung liegt dann eigentlich sehr bündig an, was sie jetzt auch tut. Und zu guter Letzt schrauben wir natürlich alle Schrauben wieder rein. Setzen wir die Kappe wieder ein. Dann nehmen wir uns unsere Griffschale mit Schalter. Hier sehen wir übrigens die Nase. Rasten den ganzen Spaß ein. Setzen es ein. Legen das Kabel so, dass es nicht unbedingt stark klemmt. Schieben alles ein bisschen nach vorne. Legen es rein. Und holen uns jetzt nur noch die Schraube, mit der wir das fixieren können. Und ganz zum Schluss setzen wir natürlich noch die Verschlusskappe hier wieder ein, möglichst richtig rum. Und damit ist die vordere Tür wieder fertig. Und an der hinteren Tür ist natürlich exakt dasselbe Spiel. Das heißt, wir haben hier unten zwei Schrauben, an der Seite eine Schraube, hinter dieser Abdeckung eine Schraube, im Türöffner eine Schraube und hier auch in der Griffmulde wieder eine Schraube. Dementsprechend löst man die ganzen Schrauben, zieht die ganze Tür ab. Zum Einkleben der Betonmatten an die Tür selbst öffnen dann wieder diese Styroporfenster und den Rest der Türverkleidung verkleben wir dann wieder mit unserem Dämmvlies. Da ich die Zoe natürlich jetzt schon gedämmt habe, bevor ich das Video gemacht habe, ist natürlich schwer zu zeigen, wie sich das vorher und nachher anhört. Aber es gibt eine Stelle in der Zoe, beziehungsweise auf beiden Seiten, die ich noch nicht entsprechend gedämmt und entdröhnt habe. Und zwar ist das dieses Teil hier. Deswegen hören wir uns mal den Vergleich an und ich kann euch sagen, es ist Tag und Nacht. Habe ich nicht zu viel versprochen. Und jetzt zu guter Letzt gucken wir uns nochmal die ambiente Beleuchtung an, die ich angesprochen habe. Und hier sehen wir auch schon die LED für die ambiente Beleuchtung. Es ist übrigens dieselbe wie aus dem Video zur Handschuhfachbeleuchtung, also eine ganz kleine SMD-LED mit einer doppelseitig klebenden Rückseite. Das Kabel kann man wunderbar hier durchführen. Hier kommen nämlich die zwei Kunststoffteile der Türverkleidung zusammen und da
hilft uns dann natürlich, dass das Kabel oder die Zuleitung dieser LED extrem dünn ist. Also wie gesagt, 0,1 mm Dicke der Zuleitung dieser LED. Können wir wunderbar dann hier durchlegen, die LED hier reinkleben. Aus der Position sieht man die LED natürlich, wenn wir uns den ganzen Spaß erstmal angucken, wie ein normaler Mensch guckt. Und zwar so, ist die LED verschwunden. Und im Endeffekt ist das so, wenn es dunkel ist, das Abblendlicht der Zoe angeht, geht diese Beleuchtung mit an. Ich habe mir jetzt hier noch ein kleines Modul dazwischen geschaltet, dass das auch hier wieder andimmt und ausdimmt, damit das nicht so brachial ist. Und wir haben im Endeffekt dadurch eine sehr schöne Beleuchtung einmal des Ablagefaches hier und der Fußraum wird dementsprechend gleich mit beleuchtet. Deswegen, das ist kein Muss, aber ein nettes Gimmick. Und damit wären wir jetzt auch schon wieder hier am Ende des Videos angekommen. Und wie immer, sollte euch dieses Video gefallen haben, lasst doch ein Like da und abonniert auch diesen Kanal. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.